euch zu einem neuen Talk von Bettina Geithner. Und ihr wisst ja, ich mache immer Interviews und Talks zum Thema Bewusstsein und Bewusstwerdung. Und so auch heute. Mehr zu mir und zu meinem Interviewangebot findet ihr auf meiner Webseite. Heute geht es bei mir um das Thema Wasser und Bewusstwerdung. Also wie hängt Wasser, die Qualität von Wasser und die Bewusstwerdung zusammen. Und dazu habe ich heute bei mir einen berühmten Wasserforscher hier im Studio, nämlich den Erich Meidert. Lieber Erich, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt dieses schöne Interview machen können. Ja, bin gespannt. Erich, grundsätzlich tut mir gut, wenn ich viel Wasser trinke. Natürlich jetzt im Sommer bei den Temperaturen, da brauche ich also 3 Liter, sage ich jetzt mal mindestens, damit ich mich wohlfühle. Aber jetzt, du sagst ja grundsätzlich, es geht jetzt nicht nur ums Körperliche, sondern es geht auch darum, dass Wasser hilft, dass der Mensch sich bewusster wird. Kannst du das mal erklären? Es ist so wie beim Auto. Wenn du keinen Sprit hast, dann läuft es schlecht. Dann kannst du 400 PS haben, die tollste Ausstattung. Man darf nie vergessen, 99% aller Stoffwechsel, das ist Schulmedizin, hängen vom Wasser ab. Es gibt keinen Stoffwechsel praktisch ohne Wasser. Und 99% aller Moleküle im Körper sind Wassermoleküle. Also wir sind praktisch, wie hat der Nobelpreisträger gesagt, Albert St. Görgi, wir sind praktisch Wasserwesen, die tanzen um ein bisschen Feststoff rum. Wir sind komplett aus Wasser. Jeder sagt ja 70% Wasser, aber die wichtigen Organe, wie zum Beispiel das Gehirn oder die Leber und so, die haben alle 90-95% Wasseranteil. Das ist bei Geburt so. Und wenn man dann später die degenerierten, kaputten Menschen sieht, auch Leute auch mit psychischen Problemen, wenn du die Gehirnscans machst, dann siehst du alles, ist da der Wassermangel da. Aber es geht ja um Bewusstwerdung, also nicht nur um ein gut funktionierendes Gehirn, aber das lösen wir vielleicht ein bisschen später im Interview auf. Die Hauptfrage, wie die Bewusstwerdung mit Wasser zusammenhängt, grundsätzlich ist doch die Frage, woran erkenne ich die Qualität von gutem Wasser? Macht doch einen Unterschied, ob ich jetzt ein Wasser aus der Plastikflasche trinke oder irgendeines oder ein hochwertigeres. Woran erkenne ich auch die Qualität von Wasser? Muss besonders viel Kalzium, besonders viel Magnesium drin sein? Muss eher viel Salz drin sein? Also woran erkenne ich die Qualität? Oder nur Glas? Oder was sagst du? Es gibt viele Kriterien. Ähnlich ist es so, wenn jetzt einer vom Mars runterkommt und sagt, ich habe in meinem Leben noch nie ein Auto gesehen. Und dann wird derjenige vom Citroën sagen und derjenige von BMW und der von Tesla, werden alle sagen, ja, wahnsinnig wichtig, Auto ist ganz wichtig. Aber welches? Ist jetzt ein Tesla, dann sagen die Mercedes-Leute was anderes oder die Renault-Leute ganz was anderes. So ist es mit dem Wasser genauso. Es ist so eine Vielzahl. Und das Einzige, was man sich heute nach 25 Jahren, ich mich orientiere, ist die Natur. Weil die Natur braucht uns nicht, wir brauchen die Natur. Und wie funktioniert die Natur und was hat die für Voraussetzungen? Wie funktioniert Natur? Und das ist mein einziges Kriterium, weil es gibt natürlich viel. Natürlich Plastik kannst du knicken, also ab 30 Grad, vor allem die Weichmacher sind da dort. Aber es ist ein Milliardengeschäft geworden. Ein großes Konfliktpotenzial haben wir jetzt allgemein beim Wasser. Das sind einmal diejenigen, die Milliarden abschöpfen wie die großen Konzerne. Ja. Das Beste ist der Bericht, also ich zitiere jetzt die ARD, das Thema Biowasser, das wird in Niedersachsen abgefüllt. Dann haben wir gleichzeitig ARD-Bericht Tödliches Erbe, auch die größten Umweltsünden in Niedersachsen. Und nicht weit davon entfernt wird der Bio gezapft, also beispielsweise ARD-Bericht, die zapfen im Jahr 365.000 Kubikmeter. Mhm. Wenn du das mal umrechnest, dann sind es 365 Millionen Kubikmeter. Mhm. Sie zahlen dafür 62.000 Euro, also 18 Cent pro Kubikmeter. Das heißt also 62.000 Euro Einsatz und wenn du so Bio jetzt rechnest, mal 1 Euro, das gibt es bis 4 Euro, dann hast du 365 Millionen auf der Uhr. Abzüglich der Kosten. Ja. Das heißt, es ist ein Milliardengeschäft. Die Wasserversorger sagen natürlich, unser Leitungswasser ist genauso gut. Ganz kurz noch, aber die können es nicht mehr herbringen, weil die Wasserreinigung durchs Wassersparen etc. nicht mehr geht, die alten Leitungen im Haus und bis zum
Das ist eh klar. Und wenn ich in meiner Wohnung überlege, was da aus der Leitung kommt, das kann man nicht trinken. Aber das ist eh klar, das stimmt nicht. Ja, wieso? Nee, weil die Leute, jeder, wenn du sagst, egal wo ich bin, also ich habe vor 2 Jahren 3700 Wasserproben gemacht, aber ob ich in Schwerin oder in Staffelstein, aber unser Wasser ist eh das Beste. Neulich um 2 in der Früh. Ich muss jetzt nochmal zurück, weil wir möchten jetzt beim Interviewthema bleiben. Ja. Ich kann nur sagen, bei mir kommen halt Partikel aus dem Hahn. Ja. Also abkochen ist aber das Einzige. Aber was mir jetzt noch wichtiger wäre, ist, jetzt schau mal, ein Laie, der jetzt nicht so sehr in der hat, es ist jetzt Sommer, wir haben Durst. Ja. Jetzt bin ich im Supermarkt. Wo erkenne ich denn jetzt hier, was ein gutes Wasser ist? Ist es Glas? Also einfach Glas ganz kurz. Immer, Glas, Plastik. Und was, wie, an was erkenne ich, was muss da hinten draufstehen, dass ich weiß, das ist ein gutes Wasser? Ja, gibt es keine Wahrheit. Die sind so widersprüchlich, weil jeder mag seine Millionen verdienen, seine Milliarden verdienen. Und was sagst du? Und das Erste, nur das, was die Natur mir liefert, wo die Pflanze wächst. Es ist im Prinzip so einfach, aber da es ein Milliardengeschäft ist. Ja schon, aber ich habe keinen Brunnen daheim. Gewinne. Also was soll ich jetzt kaufen? Ich habe keinen Brunnen. Aber du in München, da heißt es doch immer, das Wasser ist so super, was aus dem Mangfall kommt. Ja, jeden Tag 180 Millionen Liter vom Mangfall bis zu dir in die Leitung. Ja, es ist super, es ist gut, aber Wasser ist ja Magnet. Und genau. Da beginnt es ja beim Bewusstsein, dass die Leute ein Bewusstsein bekommen, okay, was ist wichtig für mich? Wasser. Jetzt die erste Frage, welches Wasser, ist schon wieder völlig, hast du keine Chance, wenn du dich nicht komplett an der Natur orientierst. Also soll es aber, ich meine, soll es möglichst wenig drin sein. Also früher habe ich immer gedacht, das muss ganz viel Kalt, weil ich mache viel Sport, ja. Ich muss ganz viel Magnesium drin haben und viel Calcium. Ja. Ist es so oder sagst du, nee, ist es nicht so? Es kommt ja immer auf die Dosis drauf an, auf die Ausgewogenheit. Okay. Du kannst auch nicht sagen, jetzt, ich brauche jetzt beim Essen was mit ganz viel Hefe drin. Es macht die Vielzahl aus und die Mineralien im Wasser sind extrem wichtig. Aber Frage 1, woraus bestehen die Mineralien? 99% Wasseranteil, 98% Wasser. Aber die Mineralien im Wasser selber, das sind ja Salze, zerriebene Steine. Die richtigen Mineralien kriegst du aus dem, wo dein Herz zum Singen bringt. Da sind wir beim Bewusstsein. Jetzt zum Beispiel gute Erdbeeren. Du hast früher, dann die Zwetschgen. Ich weiß, du hast früher immer zu mir gesagt, Mineralien aus dem Essen, Wasser muss rein sein, nur reinigen. Richtig, so liefert es die Natur. Die Wasser, da gibt es ja auch wieder die schönen Fernsehsendungen, Wasser reinigt es ja selber, weil es steigt hoch in den Himmel, verdampft. Und was wir bekommen von der Schöpfung ist dampfdestilliertes Wasser. Mhm. So, und da sind wir beim ersten Mal in der Schule, lernen wir, du stirbst davon. Ich habe Leute, die trinken seit 40 Jahren dampfdestilliertes Wasser, Heilpraktiker. Und seit 40 Jahren haben sie ein großes Problem. Sie brauchen keinen Arzt, sie brauchen vor allem keinen Physiotherapeuten, weil die haben keine Ablagerung in den Gelenken, in den Knochen. Die brauchen keine künstliche Hüftung. Was ist das destilliertes Wasser? Dampf, das kenne ich nur sauberes Wasser. Zum Bügeln kenne ich das. Aus dem dampfdestillierten Wasser. Okay. Wenn du das hoch... Schau, die Ayurveda-Leute, die sagen doch immer Wasser abkochen. Ja. Warum? Damit erstens, damit sich diese Schwebstoffe, die alle drin sind, am Boden lösen und dann lassen sie es abkühlen und trinken es lauwarm, aber sie trinken nur die oberen 4/5. Damit das, was sich unten absetzt, da setzen sich die Sedimente ab, die trinken nur das Obere, dann haben sie schon eine gewisse Reinheit. Und das reinigt dann die Körperzellen, habe ich das richtig verstanden? Ja, Wasser ist ein Magnet, also Wasser brauchst du zum Putzen. Weißes Limo schaut ähnlich aus wie Wasser, aber ohne Wasser geht überhaupt nichts. Und da ist ja jeder weiß und spürt und fühlt, aber die Qualität unseres Wassers so dramatisch schlechter geworden ist die letzten 40, 50 Jahre, die Grenzwerte sich verachtfacht haben, ist natürlich ein Riesengeschäft. Aber für die Wasserfilter, die Wasserversorger haben keine Chance mehr. Das ist aber ein Vorwurf, den ich mache, weil jetzt bei der Pandemie haben gewisse Wasserwerke wie in Rostock geglänzt, weil die natürlich besser gefiltert haben. Die haben UV-Filter, die haben ozonisiert. Und da haben die ganzen Viren und Bakterien auch gekillt. Aber es liegt nicht nur allein an den Lieferanten von Wasser, sondern natürlich auch am Haus. Wenn du mal in einem alten Haus wohnt, wie ich, in einem Altbau, was wirst du machen, wenn die Rohre total verrostet sind, sage ich jetzt mal. Ja klar, wenn ich die aufschneide, ich habe die Münchner Wasserrohre aufgeschnitten und Wasser, wo Leben ist, ist Wasser, da fühlt sich allerlei Getier sehr wohl. Also ich spreche auch von Asseln, ganz bewusst.
wenn du das aufschneidest, ist das irre. Und der Versorger garantiert bis zur Hauswasserübergabe und dann ist es deins. Und Wasser, das länger als 4 Stunden in der Leitung steht, das darfst du sowieso nicht trinken. Steht im Gesetz. Und das Wasser steht im Gesetz, muss genusstauglich sein. Es steht nichts drin, es muss gesund sein. Ist der Kalk drin, seit es steht nicht doch, drin? Doch, doch. Ja, da wird es ja gelobt dafür, für den Kalk. Es wird ja Kalk zugegeben als Löschkalk. Aber schau mal, was halt interessant ist, weil ich muss meinen Wasserkocher jeden Tag entkalken. Ja, und das wird sich irgendwann im Körper manifestieren. Ja, genau. Und dann habe ich Leute gehabt, natürlich bin ich schärfstens in der Kontrolle von Abmahnvereinen, weil natürlich Leute sagen, ja, die Kalkschulter, was ist Kalkschulter anderes? Besseres Beispiel noch Eisen. Ja, ich brauche Eisen, brauche ich. Ja, aber du hast im rostigen Nagel Eisen und im sehr guten Biospanat. Genau. Hast auch Eisen. Ja, genau. Die Frage ist, wie kann ich es verstoffwechseln? Weil, was die Menschen nie dran denken, wie groß ist denn eine Zelle? Wir haben 70 Billionen Zellen. Hm. So, wie groß ist eine Zelle? 0,1 Millimeter im Maximum. Wie groß ist ein Wassermolekül? So. Unter einem Millionstel Millimeter. Millionstel Millimeter. Und darum ist es überall, bei jedem DNA, überall. Und darum komme ich jetzt aufs Gehirn und aufs Bewusstsein. Wenn dir nicht bewusst ist, dass wenn du nicht genügend reines, sauberes Wasser hast, dann wird es irgendwo in deinem Körper Mangelerscheinungen geben. Genau. Im Handeln, im Denken, in der Aktivität. Du gehst. Und was ich weiß, was ich dir zustimmen muss, ist, dass ich weiß, wenn ich viel trinke, dann kann ich besser denken. Das ist schon mal das Erste. Und ich kann mich erinnern, im Studium, ist schon ewig her, hat ein Professor immer gesagt, vor den Prüfungen und in den Prüfungen ganz viel Wasser trinken. Ich habe das damals also einfach gemacht, aber ich weiß, wenn ich viel Wasser trinke, dann kann ich besser nachdenken und das stimmt. Nur für die Bewusstwerdung, also die, die Beobachter, das Beobachterbewusstsein im eigenen Denken zu sein und darin zu leben, also sich bewusst zu werden, was ist da immer im Hirn, was denke ich die ganze Zeit und was ist außen, also auch für die Achtsamkeit. Wie ist da das Wasser dann wichtig? Entscheidend. Ich kenne ja viele, ich schaue viele deine Interviews an und da sind manchmal Leute, wo ich denke, mein Burli, du machst das ganz schön kompliziert. Raus mit dem Müll und dann viel Wasser trinken, weil das Gehirn ist ja ein Schwamm, das hat 90% Wasser. Ja. Und diese Wasser bestehen aus Trillionen Synapsen. Aber wenn der synaptische Spalt größer wird, dann hast du ein Problem mit deinem, erstens hast du Ablagerungen und zweitens kannst du diese Schaltvorgänge nicht mehr so schnell vollziehen. Ja. Die Leute quälen sich. Jetzt sage ich oft mal ganz, damit die Leute, damit man uns versteht, Yoga etc., viele, viele Bewusstseinsdinge. Wenn du erstens deinen Körper mal alle Giftstoffe raustust, dann hast du mehr Energie zum Leben zur Verfügung. Dann wirst du dich in Bewegung setzen, dann gehst du in den Wald. Der Wald ist, jeder Boden ist negativ aufgeladen, elektronenreich, das heißt, es wird dir Energie geben. Und dadurch geht der Vorgang, geht es erst richtig los. Also es muss beginnen bei den Basics zur Bewusstseinswerdung, entgiften, entmüllen, raus. Wenn du jetzt aber das nicht folgst, sondern nur noch, ich sag mal, meditierst, aber nicht genügend Schaltkreise zur Verfügung hast, dann wirst du momentan schon den Erfolg haben, aber du kennst ja die Leute, die sagen, oh, ich habe so tolle Vorsätze und da gibt es auch in der spirituellen Szene einige Herrschaften, wo ich mir denke, Junge, Junge, so wie du ausschaust, also lieber nicht so spirituell, weil, aber sie müssen halt ganzheitlich sein. Aber das Wichtigste ist immer noch unser Körper, wenn es dem nicht gut geht, dann leidet der Geist und du brauchst ja nur Sinn. Wenn du einen Durst hast, setzt der Verstand irgendwo auf. Du hast nur noch einen Durst und Durst. Und was halt das Verheerende ist an unserem... Wie bei Hunger auch. Bei Hunger, da denkst du nur ans Essen. Ja, aber beim Hunger geht's ja, weil der Körper wandelt Fett um. Ja. Aber beim Wasser fehlt dir der Treibstoff. Das heißt, du verlierst einfach deine Energie, dass du dich zu irgendwas aufraffst und dann bist du apathisch. Beim Hungern kann es oft super sein. Du kennst ja Leute, man 14 Tage, 3 Wochen ohne Nahrung ist echt kein Problem. Aber ohne das Wasser kriegst du ein Problem. Es gibt natürlich bewusste Yogis, die sitzen da und meditieren, auch ohne Wasser geht. Aber ich rede halt von einem erfüllten Leben. Also ich liebe die Fülle. Ja. Aber das Bewusstsein beginnt mit der Entgiftung. Und die Entgiftung kann nur stattfinden, wenn es etwas gibt, was mir diese Giftstoffe entzieht.
So wie mit dem Bewusstsein. Jetzt haben wir ja die Zeit, wo wir sagen, falsche Freunde raus oder falsche Dinge raus. Es muss raus, raus, raus. Der Körper heilt sich selber. Aber je mehr wir leben, je älter wir werden. Weil in einer Sekunde, in einer Minute haben wir 60 Millionen Zellen, die absterben und die wieder neu entstehen. Genau. Eine Minute. Und jetzt denkst du mal, du hast mir mal geschrieben, wie viele tausend Jahre der Mensch hat. 27.000 Ja, genau. Tage. Der Daniele Ganser im Interview vor kurzem hat berechnet, er ist ja Historiker, dass der Durchschnittsmensch da in Europa 74 wird. Ja, genau. Habe ich auch nachgerechnet. Ja. 27.000 Tage. Ja. Das ist voll wenig. Und jetzt rechne ich es aber nicht. Und ich habe schon viele, also wenn ich dann, ich habe eigentlich, glaube ich, nur noch 11.000. Da ist jeder Tag wichtig. Also, nee, das stimmt überhaupt nicht. Jeder Tag ist ein Geschenk. Ja, also ich sage, wenn man es wirklich so rechnet, ich werde 74, dann habe ich nur 11.000 Tage, weil ich viele schon verbraucht habe. Da ist jeder Tag wichtig. Da darf keiner negativ sein. Da freue ich mich jeden Tag. So empfinde ich das. Er darf. Es ist ein Geschenk. Er darf. Aber jetzt noch die andere Frage, auch mit dem Bewusstsein. Was ich halt bemerke ist, wenn ich... Jetzt, ich gehe ja regelmäßig zur Meditation, das sind dann so 2-3 Stunden durchgehend und ich weiß einfach, stimmt wirklich, wenn ich viel Wasser trinke vorher oder wenn ich genügend Wasser getrunken habe vorher, dann ist mein Geist ruhiger. Also ich kann ihn länger, die Meditation ist einfach, geht leichter, dass der Geist einspitzig wird und dass ich auch einfach die Gedanken fokussieren kann. Wobei, das ist ja jetzt, es geht ja nicht darum, die Gedanken zu fokussieren, sondern es geht ja jetzt um einen höheren Bewusstsein, eine Vertiefung zu bekommen in der Meditation. Und tatsächlich ist es so, das hilft, das muss ich sagen, wenn ich viel Wasser, wenn ich gut getrunken habe vorher. Was ich auch beobachte, und da ist jetzt wichtig, bitte beantworte mir, ob das jetzt nur subjektiv bei mir so ist oder ob es wirklich so sein kann. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel gar nicht geschlafen habe, also irgendwie Sorgen oder sonst irgendwas, bloß wenn ich dann in der Früh 1 Liter Wasser trinke gleich, dann bin ich wacher. Kann das sein? Ist es ja so. Das ist der Treibstoff des Lebens. Obwohl ich nicht geschlafen habe, bin ich wach. Kann das sein? Ja, natürlich. Das ist der Stoffwechsel. Du hast ja, wie geht denn das Bewusstsein? Letztendlich ist ein Gedanke und der Gedanke führt zur Handlung. Dein Gedanke ist, ja, ich will meditieren. Aber du musst sagen, okay, wie mache ich das? Ich setze mich hin, ich mache irgendwas. Wenn du jetzt zu wenig Flüssigkeit hättest, sagst du, oh, vielleicht später irgendwie. Aber es ist wirklich so originär. Ja. Du hast den Gedanken, vom Gedanken muss ein Impuls kommen. Das heißt, du brauchst eine gewisse Ladung. Mhm. Und Wasser im Körper ist kein H2O. Der meiste Teil im Körper Wasser ist H3O2. Also wir denken immer, wir haben Wasser als fest, gasförmig, flüssig. Das stimmt ja nicht. Das kennen wir. Aber immer wenn Wasser in der Oberfläche kommt, am Glas oder wenn ich es auf die Zunge tue, dann bildet es eine Ladung, eine gewisse Zone, die ist negativ geladen, die schließt alles aus. Drum ist ja für die Zelle, für Krebs, ist immer so, ich kann eine Krebszelle messen, aber das Wasser ist die Energie, das ist der Sprit, der Treibstoff. Ja, genau. Was wir zu uns nehmen, sind halt dann eher die Krankmachenden auf Dauer. Kurzfristig höherer Effekt, aber das Wasser ist die Energie. Es gibt ja Wassermotoren, die gab es ja schon. Momentan werden es noch alle umgebracht. Ja. Die Leute, die aus einem 3 Liter können dir ein ganzes Haus mit Strom und mit Wärme versorgen. Ja. Das gibt es momentan. Mhm. Wasser ist ja auch ein Überträger von Informationen. Also Informationen, sagen wir mal. Klar. Also siehe Masaru Emoto. Wie kann denn auch jetzt angenommen, ich möchte, sagen wir mal, ich möchte mehr Selbstvertrauen. Könnte mir dann Wasser helfen, dass ich mehr Selbstvertrauen gewinne? Ja, wie funktioniert die Homöopathie? Also ich sage dann zu dem Wasser, ich habe Selbstvertrauen und trinke das dann und dann habe ich mehr Selbstvertrauen. Nein. Nicht? Nee, ich habe ein Unterbewusstsein. Schau, es ist wie beim Wasser und beim Bewusstsein. 5% glauben wir mit unserem Verstand. Ja. Aber 95% sind unbewusst, sind Unterbewusstsein. Ja. Und wenn du sagst, ich habe mehr Selbstvertrauen, aber unter sind die 95%. Ja. Okay. Gut, aber wie behandle ich mein Totalität. Gut, aber wie behandle ich dann mit Wasser mein Unterbewusstsein? Erstens, du musst raus, du musst entgiften, du brauchst Energie, du brauchst Vitalität. Und das geht nur über Entgiften, Entschlacken und über Elektronen, über Strom. Dann kannst du dich in Bewegung setzen. Elektronen sind im Wasser. Im Körper. Im Körper. Klar. Und Elektronen, ja, im Wasser, wenn man weiß, dass im Körper
Das Wichtigste ist H3O2, weil immer wenn Wasser eine Oberfläche berührt, macht es eine kleine Zone bis 0,2 mm, die negativ geladen ist. Aha. Und das ist viskos, wie so das Eiweiß von einem Ei. Und das ist auch zweifellos nachgewiesen. Aber diejenigen, die es nachweisen im Moment, die sind ja direkt verachtet, der Professor Pollack und solche Leute weltweit. Verachtet? Ja. Ist doch bekannt. Ja, aber unser Wasser ist so gut und Wasser ist was. Hast du je einen Medizinstudenten gesehen, wo du gesagt hast, was hast du über das wichtigste Lebensmittel gelernt? Mhm. Keine Stunde. In der Vorlesung, im Medizinstudium wirst du keinen finden. Nix. Ja, die Kinder lernen auch nicht, was Bewusstwerdung ist oder wie sie mit Gefühlen umgehen sollen in der Schule. Das lernen die auch nicht. Ja, und darum sind wir jetzt gerade in dieser schönen, epochalen Zeit, dass sich viele Leute merken, hoppala, das ist doch nicht das Richtige, dass wir nur Zwietrag und Hass und nicht. Aber nochmal zurück, also was bedeutet, Wasser ist ein... Entschuldigung, die gehen auf Ersatzstoffe. Unsere Zeit ist im Moment auf Ersatzstoffe. Trink ein Limo, trink ein Cola und schnellen Zucker. Dann wirst du natürlich der ideale Konsument. Du wirst arbeiten wie ein Viech und mit 65 wirst du mal richtig schön krank werden, immer mehr schwächeln, immer apathischer. Also, das ist unser System. Was ich halt sagen kann, was sich bei mir verändert hat, wir kennen uns ja schon länger, du hast mir bestimmte besser empfohlen und früher mochte ich Wasser überhaupt nicht. Also ich habe Cola Light getrunken, ich habe viel Tee und Süßstofflimo oder so und ich kann es gar nicht mehr trinken. Das geht gar nicht mehr. Hey, wenn man mir jetzt, sagen wir mal, so ein anderes Getränk hinstellt, eines von denen ich jetzt gerade gesagt habe, das würde ich nicht trinken. Also manchmal mache ich es dann, denke, das probierst du jetzt. Und dann trinke ich es und dann geht es mir schon total schlecht im Magen. Ja, ja. Und das Interessante ist halt, ich habe ja auch Angehörige, die sehr krank sind. Und ich weiß auch nicht, die wollen immer das Wasser. Ich muss es denen immer schicken lassen, das Wasser, das du empfohlen hast, weil das einfach so gut tut. Also normalerweise hat die eine Frau jetzt nur am Tag vielleicht ein Glas getrunken, ein Glas auf Bayerisch. Die trinkt jetzt ein, zwei Flaschen am Tag. Und sie fordert das. Ja. Sie fordert, und weil sie einfach merkt, dass das gut tut. Richtig. Und ich merke es auch. Also man kann dann auch nicht mehr zurück. Ich könnte auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser irgendwo trinke im Lokal, ich merke sofort, dass das irgendwie nicht gut tut, dass es nicht die Qualität hat. Das merke ich sofort. Da hilft nur viel Werbung. Da helfen Milliardenkonzerne, damit du den Müll dann trinkst, aber in Wahrheit dann halt ein Spezi oder irgendwas anderes. Aber interessant ist für mich als spirituelle Frau, Moderatorin natürlich, wie jetzt erklär nochmal, wie kann denn Wasser etwas als übertragen, ein Energieüberträger sein? Also könnte ich denn irgendwie... Na schau, ich erkläre dir die Homöopathie. Alle sagen ja, Homöopathie funktioniert nicht. Wenn ich jetzt das Glas, ich tue da eine Flüssigkeit rein, wächst mir ein Löwenzahn, ein Tropfen. Den verdünne ich. Wenn ich jetzt das so rüber tue in das Glas und ich verdünne es, dann werde ich keine homöopathische Wirkung haben. Null. Aber wenn ich es verschüttle, das heißt, und man muss immer wissen, am Rande von dem Wasser ist ein anderes Wasser als in der Mitte. Mhm. Am Rande ist ein EZ-Wasser, das heißt ein Wasser, was alles ausschließt, was elektronenreich ist, was viskos ist, was man über das, wie heißt das, Rastermikroskop oder dieses Potentialdifferenzmikroskop, gibt es Mikroskope, wo du es genau schön filmen kannst, da hast du am Rande andere Viskosität als in der Mitte. So, und jetzt mache ich es bei der Homöopathie. Ich gebe Informationen rein. Wichse mir einen winzigen Tropfen Löwenzahn. So, und dann verschüttel ich das. Das heißt, ich mache ganz viel Energie rum. Ich mache ganz viel Reibung. Sowas. Reibt sich's. Und dadurch habe ich eine sehr hohe Mehr von diesen Exklusivzonen, die einfach alles ausschließen, aber die diese Information oder was da drin ist, die nimmt es auf. Und es ist kein H2O mehr, es ist H3O2. Also wir haben bei unserer Energetisierung, bei meinem Wasser, da wenn ich mein Wasserbelebungsmodul aufschraube und da tue ich nur Wasser rein, dann wirst du sehen, es ist eine Brühe, es ist zähflüssig. Es hat nichts mit Wasser zu tun, obwohl ich und schwören kann, das ist Wasser. Und die Homöopathie funktioniert, je höher ich das verschüttle, umso mehr habe ich von diesen Zonen mit Elektronen, die negativ geladen sind und die sind viskos und die haben die Struktur. Und das ist das Entscheidende, der Doppelhelix der DNA.
Der Doppelhelix der DNA. Das sind diese schönen Bienenwaben, hexagonal. Die haben ein freies Elektron. Damit habe ich Energie bei diesen Strukturen. Und dann, wenn ich jetzt noch das verschüttle, dann vergrößere ich diese Zonen. Und nochmal, wir haben am Anfang gesagt, ein Wassermolekül ist kleiner als ein Millionstel Millimeter. Und diese Zonen, die haben dann 200 Mikrometer. Mhm. Das heißt, die haben das Millionenfache schon an Dichte, an Größe. Und aufgebaut sind sie wie die Doppelhelix der DNA. Okay, und so entsteht das Leben. Wieso wirkt dann das homöopathische Mittel besser, wenn man es dann verschüttelt? Ja, weil ich diese Zonen mache. Ich habe Energie in Bewegung. Ich reibe das aneinander. Und dadurch habe ich immer mehr Oberflächenkontakt. Okay. Heißt das, ich müsste dann eigentlich das Globuli ins Wasser schmeißen und schütteln und warten, bis es auflöst und dann trinken? Also wenn du das selber machen würdest, dann könntest du so einen Shaker nehmen. Und dann so ein... Und du shakest es. Ich kenne es auch, so Irish Shaker gibt es doch. Genau, das nimmst du. Du musst nur aufpassen, dass kein Dings ist, dass es keine Isolierung ist, weil das Leben kaputt, stirbt. Ja. Wenn du eine Isolierschicht reinmachst. Aber wenn du so einen Eisshaker nimmst, dann kannst du dir dein homöopathisches Mittel machen. Du musst es nur genug schütteln, wieder, und dann potenziert sich's. Und wenn man Globuli einnimmt, dann heißt es doch oft unter die Zunge legen. Wenn ich dann noch Wasser da drauf, also unter der Zunge Wasser zusätzlich und schluck lassen, Wasser. Lassen, ja. Und dann ist es besser. Ist es besser dann? Ja, es löst sich auch. Ja, unter der Zunge sind halt Zonen, wenn du da reinstichst, sind dann hochsensibel. Da ist ein hohes Nervengeflecht. Ja. Das ist was anderes wie unterm Zahn, da bist du ja durch das Abkauen und sowas, hast du ganz andere Dichte natürlich von der Haut, aber da unten drin, wenn du da mit der Nadel reingehst, dann gehst du in die Luft. Also habe ich hier ganz hohe Empfindsamkeit, da sind die Nervenbahnen freigelegt und da hast du natürlich dann diese große Wirkung dazu. Also vom Bewusstsein her nochmal, schau, unsere Bundeskanzlerin, die war doch dann so da gestanden und hat gezittert. Das ist nur Wassermangel. 10% führt zu Störungen, 2-3% Konzentration. Und wenn ich meine Politik anschaue, da weiß ich, da ist zu wenig Wasser. Weil natürlich, wenn die öffentlich auftritt, die trinkt zu wenig Wasser, weil sie nicht dauernd auf Toilette kann. Wirkt sich aber massiv auf die Denkleistung aus. Also das glaube ich auch. Wobei das ein Politiker nicht wichtig ist. Also der wird nicht drüber nachdenken, habe ich genug Wasser getrunken. Also die Neueren vielleicht. Die Neueren vielleicht. Okay. Aber nicht die jetzigen. Nein, nicht die jetzigen. 2022. Ja, kann sein. Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Bewusstsein heißt einfach, ich komme in meine Leistung rein, in mein Denken, in mein Fühlen. Ich spüre den Körper und den kann ich doch nur spüren, wenn ich Energie habe. Wenn ich weiß, es geht mir gut, ich habe keine Schmerzen, ich schlafe gut, ich erhole mich gut, ich bin in der Freude und von meinem Kopf, was mein Kopf mir sagt und mein Körper ausführt, das ist in Harmonie. Ja. Und das geht aber nur immer wieder, wenn du den Körper Dinge nimmst, die geht nur darum, dass man das, was sich an Stoffwechsel-Endprodukten bildet, raustun. Es geht halt nur mit sauberem Wasser. Und ich nenne einfach eine Marke, weil ich mit denen nichts zu tun habe. Lauretana ist sowas. Und weil die erste Frage war ja, welches Wasser? Mondquelle hast du einmal genannt. Da bin ich nicht ganz im Mondquelle. Es geht um Schwingung, um Frequenzen, aber die reinsten Wässer ist Lauretana Plosi und sowas. Reinstes Wasser, was uns der liebe Gott schickt, weil da hast du die Biophotonen, da hast du die Kraft der Sonne dabei. Da hast du eine hohe Schwingung und diese Wasser sind alle hexagonal. Und hexagonales Wasser hat immer ein freies Elektron. Und Elektron ist das Einzige, was der Organismus braucht für seine Ernährung. Wir brauchen Strom. Und dann funktioniert es. Dann ist vom Kopf zur Hand fließt Strom. Und das dann stimmt. Geht's. Und lass dir also ein ganz, also mein langjährigster Meditationslehrer, ist Arzt und heißt Dr. Wilfried Reuter, kommt aus Berlin und ich kenne ihn ja tatsächlich schon jetzt 26 Jahre und eben, der war, ist 40, 50 Jahre Arzt gewesen, ist jetzt schon in Rente und der hat zu mir immer gesagt, die Grundlage des spirituellen Lebens ist, dass es dem Körper gut geht, also schlafen, kein Hunger, also wenn man meditieren will, dass es ihm gut geht, Wasser und so weiter und dann entwickelt sich auch der spirituelle Weg. Und Entspannung, hat er auch gesagt, Entspannung ist total wichtig, weil früher dachte ich immer, Entspannung ist nicht wichtig, aber Entspannung ist auch ist ein Teil die Grundlage Ganzen. Ist eigentlich, dass es einem gut geht für dieses spirituelle Wachstum. Weil wenn Körper gut gepflegt, dann Geist. Genau. Weil wenn ich dauernd Schmerzen habe, bin ich eingeschränkt und wenn ich Mangel habe. Lieber Ehrlich, ich danke dir total für dieses sehr schöne Interview, das wir jetzt gemacht haben. Ich danke dir sehr. Und
Informationen zu dir blenden wir, Informationen zum Erich Meidet und seiner Firma blenden wir ein und ihr könnt dann auch Kontakt zu ihm aufnehmen. Es steht alles unter dem Video. Dann könnt ihr einfach mal zu seinem Shop kommen. Er hat ganz spezielle Produkte, mit denen ihr Wasser aufbereiten könnt, filtern könnt und da könnt ihr euch auch beraten lassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Interview. Eure Bettina.